so hilft uns jetzt ein Delegate. Wie sieht das im Unit-Test aus? Ich habe hier schon mal vorbereitet ein zweites Testprojekt. Das ist hier, Unit-Test 1. Ich habe auch den Verweis zum Originalprojekt schon gesetzt und jetzt will ich, dass die Klasse heißt Videoloader-Tests und ich hätte gern hier einen Exception-Test. So, in diesem Exception-Test will ich jetzt genau das machen. Ich möchte hier machen, dass eben Videoloader, Using nicht vergessen, Loader ist gleich New Video Loader, Loader.getVideos. Diese Methode möchte ich ja testen. Aber in dem Fall soll sie irgendwie so eine Exception liefern. Oder ganz konkrete Werte aus einer Datei liefern. Ja, in diesem Fall Exception Test, das heißt, was mache ich? Ich will nicht, dass der ins Web geht. Ich will sozusagen das Download simulieren. Ich kann sagen, okay, Loader.getVideos. Den Download-Händler, diesen setze ich jetzt zur Erinnerung. Es ist eine Func, die einen String bekommt und einen String liefert. Oder eben eine Exception. Das heißt, ich implementiere das anonym. Hatten wir in anderen Videos schon. Ja, ich bekomme hier die URL übergeben und ich sage throw new irgendwas Exception. Simulating Exception. Ja, jetzt kann ich hier sagen, Asset.throws, es muss eine Exception geworfen werden, wenn ich GetVideos aufrufe. Nämlich ganz konkret sogar diese Exception. So, was haben wir hier für einen Bug? Exception. Welche hätte ich denn gerne? So. Also in dem Fall muss auch die Exception geworfen werden. Hätte ich einen Try-Catch drin, würde ich vielleicht etwas anderes machen. Auch hier sieht man bei den Asset.throws, beim Unit-Testing sehe ich hier, es kommt eine Function, wo vielleicht ein Object reinkommt, der Testcode. Nur, ich ignoriere den. Ich sage Asset.throws, es soll eine Exception werfen, wenn dieses Delegate aufgerufen wird. Das heißt, die Asset.throws wird ein Try-Catch machen, wird die Exception prüfen, wird etc. machen und das ist der eigentliche Code, der getestet werden soll. Hier kommen Parameter rein und hier der Code, der aufgerufen wird und dieser muss eine Exception werfen. Auch hier beim Unit-Testing werden bei Asset.throws entsprechende Exceptions geprüft. So, jetzt noch eine Variante, wie wir, oder ein zweites Szenario noch kurz gezeigt. Public Void Fixed File Test. Ich will ja nicht immer ins Internet gehen, haben wir gesagt. Ja, Fact drüber, damit er weiß, dass es ein Unit-Test ist. Ich will nicht immer ins Internet gehen. Und dazu habe ich mir schon einmal hier vorbereitet eine Testdatei. Diese Testdatei ist sozusagen das HTML aus dem jetzigen Stand. Und das habe ich hier einfach mal abgespeichert. Das ist so ein HTML einfach von YouTube herunterkopiert. So, und dann muss man hier in den Properties, in den Eigenschaften sagen, copy if newer. Damit es auch, wenn wir kompilieren, diese Datei ins Ausgabeverzeichnis reinkommt, damit es beim Unit-Testing auch findet. So, es ist in TestData drinnen und es heißt TestData.html. So, gehen wir in unseren Unit-Test, wir nennen es StringPath ist gleich TestData slash TestData.html und jetzt kann ich sagen System.io file read all text. Ups. Ja, ich lese mal die Datei ein von diesem Pfad String File Content ist gleich, jetzt habe ich die Datei gelesen und jetzt möchte ich natürlich diesem Videoloader sagen, okay, Loader, statt dass du die Datei wirklich vom Internet herunterlädst, die URL, ja, ich bekomme die URL wieder, die ist mir aber egal, das was ich eigentlich zurückliefere, ist der File-Content. Das heißt, die lokale Kopie, die ich jetzt gezogen habe, wo ich genau weiß, welche Videos sind da drin und wie viel sind da drin und jetzt kann ich sagen, Videos ist gleich Loader, get Videos und jetzt muss ich Videos. So, und jetzt muss ich natürlich wissen, wie viele Videos sind da drinnen. Ich weiß es nicht, muss ich dann nachsehen. Ich schreibe mal 90.length und jetzt kann ich auch noch die Testing Details machen. Jetzt kann ich noch die entsprechenden Details durchtesten. Ja, zum Ausführen der Unit-Tests natürlich hier. Links erstmal
kompilieren, falls sie nicht da sind, und dann hier einfach starten. Und er wird mir hoffentlich die entsprechenden Unit-Tests ausführen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt fehlschlägt. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie viele Dateien da drin sind. Ja, Fixed File Size. Es sind 66 Videos, die jetzt da sind. So, also schreibe ich damals 66, und das ist natürlich deswegen kein besserer Test. Ich muss mir schon ansehen, was wirklich hier für die Werte gelesen werden, damit ich auch weiß, ob das Parsing der Code da drinnen eigentlich herstimmt. So, jetzt habe ich natürlich nicht debuggen gesagt. Debug. Ich möchte diesen debuggen. Und jetzt müsste ich den Test noch entsprechend anpassen hier, um auch zu prüfen, nicht nur, dass sie 66 sind, sondern auch, ob diese Werte hier entsprechend alle korrekt sind. Wenn diese Werte korrekt sind, ja, das sind jetzt dann ein paar Tests logischerweise, dann weiß ich auch, dass das Parsing funktioniert, und sofern YouTube niemals oder nicht die HTML-Struktur ändert, auf die sich dieser Videoloader bezieht, nämlich auf diese SIGS-Path, dass die Struktur so aussieht, wird der Code auch funktionieren. So, jetzt haben wir verschiedene Varianten. Es gibt natürlich einen Test, wo keine Videos drin sind, wo sehr viele drin sind, wo Paging drin ist, wie auch immer. Das kann man sich dann überlegen, passt der Code so, passt der nicht, welche Tests brauche ich, aber schlussendlich für euch wichtig. Delegates nehme ich dann, wenn ich Sachen nur schwer testen kann zum Simulieren, wie in dem Fall einen Verbindungsabbruch oder keinen gültigen Verbindungsaufbau. Oder wenn ich sage, okay, ich will nicht immer ins Internet gehen, ich will mehr performant sein, ich will nicht vom Internet und von den Datensätzen dort abhängig sein, ich will es aber testen, dann brauche ich Offline-Dateien, und dann muss ich eben diese Methode ersetzen durch, wie wir es hier gemacht haben, diesen konkreten Fall, dass wir einfach nur den Dateiinhalt zurückliefern. Und damit kann ich das testen, und damit bin ich auch entsprechend performanter. Also, diesmal gesehen, wie Delegates helfen beim Unit-Testen. Alternative zu Delegates sind hier natürlich mit Interfaces arbeiten und dann diese zu implementieren, beziehungsweise mit Mock-Frameworks das zu implementieren oder Vererbung. Sachen auszutauschen geht immer nur über Vererbung mit Überschreiben, über Interfaces und Inversion of Control oder entsprechend mit Delegates. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat in der Kürze gefallen. Wenn ihr noch weitere Infos zum Thema Delegate zu testen wollt, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da. Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.